Ein Punkt ist die Vierpolbetrachtung von Rauschen, wie hier dargestellt. Wir gehen davon aus, dass wir einen Vierpol haben, der ist beschrieben über G, seine Verstärkung, das ist die Leistungsverstärkung, weil eben beim Rauschen macht es Sinn, über Leistungen zu sprechen. Und F, die sogenannte Rauschzahl, was genau das ist, wird gleich erläutert werden. So, nun ist es so, dass wir auf der linken Seite, rechts müssen Sie sich eine virtuelle Zeitachse denken hier. Das ist nicht wirklich wichtig, das gilt aber, es geht aber letztlich darum, hier eine Vorstellung zu entwickeln. So, also rechts haben wir ein Signal. Dieses Signal hat die Eingangsleistung P-in, das ist das, was hier steht. Und es hat zusätzlich ein Rauschen. Das ist hier angegeben mit N. Wir können sehr gut davon ausgehen, dass dieses N einfach nur thermisches Rauschen ist. Also das genügt eben diesem K mal T mal B. So, dazwischen gibt es einen Unterschied. Das ist das SNR. Das ist die Signal to Noise Ratio. Also der Signal-Rauschabstand. Und das würde gemessen werden als SNR gleich P in zu N. Oder man kann natürlich auch das Ganze hier schreiben als S zu N und das Ganze am Eingang. Das ist dann S. So, was passiert, wenn das Ganze hier durch diesen Vierpol durchgeht? Nun, es passiert genau das, was man auf der rechten Seite sieht. Es wird nämlich das Eingangssignal verstärkt um den Faktor G, also G mal P in, das haben wir hier oben stehen, da. Und das Rauschen wird verstärkt, also kommt dann N mal G raus. Das würde passieren, wenn wir einen rauschfreien Vierpol hätten. Haben wir aber nicht, weil da ja Halbleiter drin sind, weitere Widerstände und so weiter und so fort. Und das, was dann eben noch dazu kommt, ist dieses F mit größer als 1. Also das wird beschreiben, um wie viel schlechter es dann am Ausgang wird. So, und dann kann man jetzt eben auch schreiben, wie sieht das F hier aus. Man wird nämlich noch beobachten, dass das Signalrauschabstand am Ausgang kleiner sein wird als am Eingang. Ganz einfach, weil ja das Rauschen um einen größeren Faktor als nur G vergrößert wurde. Also kann man sich das Rauschen ausrechnen hier und hat dann eben hier S zu N am Ausgang, nee, am Eingang, weil da ist das der größere Wert, durch S zu N am Output, da ist der kleinere Wert. Das wird ein Wert sein, der größer als 1 ist. Ja, und damit kann man jetzt auch ausrechnen, wie sich eben das Rauschen verhält. Man könnte jetzt mehrere davon aneinander packen, das werde ich jetzt hier nicht tun. Ich werde aber noch angeben, was denn eigentlich passiert, wenn man einfach nur rein passive Vierpole hat. Vierpole mit Anpassung. Und das meint gleicher Impedanz. An Eingang und Ausgang. So, die sehen im Prinzip so aus wie solche T-Glieder oder meinetwegen auch Pi-Glieder. Also das sind irgendwelche Sternschaltungen. Man kann das auch als Dreieckschaltung machen, darauf kommt es jetzt nicht an. So, und da haben wir hier die R-Serie und das R-Parallel an dieser Stelle hier. Und wenn Sie jetzt hier reinmessen, da so ein Ohmmeter irgendwie anschließen, so soll das sein, da, dann kriegen Sie eine und hier hinten noch der passende Lastwiderstand dran hängt. So, dann messen Sie hier eben, wenn Sie es richtig gemacht haben, hier auch RL. Und wenn Sie andersrum messen würden, also von der anderen Richtung reinmessen würden und dann den richtigen RI oder richtigen RL auf der linken Seite anschließen, dann kriegen Sie da auch das gleiche Impedanzniveau gemessen raus. So, im Prinzip ist das ein Spannungsteiler, den man hier vorfindet, aber nicht nur ganz, denn er wird ja auch noch belastet hier von dem RL an der Stelle und dann kommt hier noch das RS dazu, sodass tatsächlich die Impedanz richtig transformiert wird. So, was das Ding jetzt macht,
ist, es dämpft die Leistung. Deswegen wird das auch ein Dämpfungsglied genannt. Und ist ein rein resistives Netzwerk. So, was dann dabei rauskommt, ist, dass es eine Leistungsverstärkung von G hat, die aber kleiner als 1 ist. So, also man könnte jetzt ein 10 dB Dämpfungsglied nehmen oder so etwas, das würde eben die Leistung am Ausgang wäre dann ein Zehntel von der Leistung am Eingang, dann wäre eben G beispielsweise gleich 0,1 oder ein 20 dB, da wäre das ein Hundertstel, dann wäre das G gleich 0,001. Nun, man kann dann zeigen, weil nämlich das thermische Rauschen gleich bleibt, aber das Signal geringer wird, das thermische Rauschen bleibt gleich, weil da Widerstände drin sind, bleibt das thermische Rauschen gleich. Das stimmt nicht exakt, wenn Sie da komische Kombinationen nehmen, kleine Dämpfungsglieder nehmen, dann muss man das sich etwas genauer angucken. Aber wenn das G klein genug ist, also jetzt nicht gerade 0,99 oder sowas, sondern eben 0,1 oder 0,2 oder sowas, dann gilt das, was ich hier jetzt sage. Also weil die Widerstände da drin, drin sind, bleibt das thermische Rauschen gleich. Die Leistung am Ausgang ist aber gegenüber Eingangsleistung mit G multipliziert, muss man ein bisschen auf die Größe achten, also effektiv um G verringert. Naja, was passiert dann also? Rauschen bleibt gleich, Leistung wird geringer, SNR S zu N am Ausgang ist gleich G mal S zu N am Eingang. N blieb ja gleich, S wurde kleiner gemacht und damit ist dann natürlich F gleich 1 durch G, also ein Dämpfungsglied rauscht so stark, wie es dämpft.